Tobi, von hier kommt eine. Also wir sind hier heute wieder zur Taubenjagd. Ein befreundeter Landwirt hat mich angerufen. Der hat aufgrund der Witterung sein Getreide leider noch nicht abgekriegt und hat jetzt Probleme, dass hier große Mengen Ringeltauben einfallen. Und da wollen wir versuchen, ob wir da ein bisschen helfen können. Uns geht es nicht darum, dass wir einfach nur Beute machen, eine hohe Tagesstrecke erzielen. Uns geht es auch ganz stark darum, dass wir weitgerecht jagen. Das heißt, wir schießen einzelne junge Tauben, die kann man am fehlenden Halsgänger erkennen. Und Tobias und ich, wir haben so eine große Übung, dass wir das auch zu 100% schaffen können. Zum anderen schießen wir Tauben aus großen Flügen. Das heißt, wenn mehr als 5 Tauben kommen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass da eine Elterntaube bei ist, die gerade noch füttert. Einzeln kommende alte Tauben mit Halsring, die deutlich zu erkennen sind, schießen wir hier nicht. Das wird unsere Strecke zwar wahrscheinlich verdoppeln, aber da haben wir keine Lust drauf. Na komm, wir laufen noch 2 Stunden in die Angreifen. Kriegen wir vielleicht 100 voll. 6, 5, 4 Uhr fängt das irgendwie an. Das Bild funktioniert sehr, sehr gut, muss man ganz klar sagen. Man sieht zwar auch, dass sie zum Getreide hinwollen, aber mit dem Lockbild, das ist irre. Wenn wir richtig auf jede Taube geschossen hätten, wie wir es im Herbst, Winter machen, hätten wir jetzt wahrscheinlich schon 100 Stück gehabt. Wie gesagt, wir haben sicher 50 einzelne Tauben, wo wir uns nicht sicher waren, pardoniert, haben immer nur aus großen Flügen geschossen, beziehungsweise einzelne Jungtauben, die wir sicher ansprechen konnten. Guck mal, so funktioniert das Lockbild. So, hier sehen wir ganz klar, es ist eine alte Taube mit Ring, deswegen lassen wir sie fliegen. Die Tauben einfach jetzt hier auf die Stoppeln setzen, sieht man ja, sind die Stoppeln teilweise höher als die Taube selber. Also sieht man sie dann auch fast gar nicht. Wenn wir im Schirm stehen, sieht man sie nicht. So, und setzt man die dann auf den Ständern und sind die dann in jedem Fall, stehen die immer über den Stoppeln. Also ist die Wirkung auch gleich eine ganz, ganz andere. Also ich habe heute eine Bretta DT10, eine etwas bessere Ausstattungsvariante. Eigentlich meine Sportwaffe, die ich also viel zum Wurftaubenschießen nehme, eignet sich aber natürlich auch für die Jagd hervorragend. Normalerweise nehme ich sie nicht für die Jagd, weil sie dazu schade ist, aber auch für solche Einsätze hier am Stoppelfeld, wo nicht viel passieren kann, man aber große Schusszahlen macht, ist die Waffe perfekt. Tobias schießt wie immer seine Bretta Modell 692, eigentlich auch eine Waffe, die fürs Wurftaubenschießen ausgelegt ist, aber sich auf der Jagd natürlich auch perfekt macht. Unsere Wahl ist bei der Munition heute auf die Weidmanns Heil von Rottweil gefallen. Eine ganz alte, bekannte Patrone. Wir wählen hier bei der Taubenjagd die Schussstärke 2,7. Die hat eine sehr gute Durchschlagskraft, ist aber auch nicht zu grob. Wir schießen deswegen die Rottweil Pappe, weil die aus unseren Waffen auf mittlere Entfernung die beste Deckung hat. Ist also eine Patrone ohne Streukreuz, aber auch ohne Schrotbecher. Sie hat einen Filzpropfen, dadurch auch für den Lauf sehr schonend, und hat eine ausgesprochen gute Deckung auf mittlere Entfernung. Das heißt, die Schrotgabe ist sehr gut verteilt.
super gelaufen, waren richtig Tauben da. Also der Landwirt hat nicht zu viel versprochen oder er sagt ja, dass wirklich viele Tauben in sein Getreide reingehen. Und das war auch so. Also wir haben einige tausend Tauben gesehen, haben in 3 Stunden 87 Tauben geschossen. Das ist eine richtig gute Strecke, das ist eine tolle Jagd. Das macht richtig Spaß. So. Ein geiler Tag im Büro, würde ich mal sagen. Nee. Ja, habe ich so ehrlich gesagt nicht mitgerechnet. Ich wohne ja Luftlinie nur ein paar hundert Meter davon entfernt. Also dass es wirklich so gut läuft, habe ich nicht gedacht. Macht natürlich richtig Spaß. Das große Logbild, das Aufbauen, was gut eine halbe Stunde gedauert hat, hat sich definitiv ausgezahlt. Ich glaube, wenn wir uns die Ausschnitte nachher mal angucken, da kann man wirklich sagen, dass die Tauben fast bei jedem Anflug ins Logbild eingefallen sind. Also das war schon echt gut, kann man nicht anders sagen. Hat Spaß gemacht. Hund ist auch fertig, der ist fix und alle.